willkommen, liebe Replay-Zuschauer. Wie immer, ihr seid die Ersten, die mich jetzt hören könnt. Alle anderen trödeln jetzt so langsam, aber sicher herein. Es ist heute Samstagabend, 20.20 Uhr, Primetime sozusagen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch mittlerweile gemütlich auf der Couch sitzen mit einer Tüte Chips und einer kalten Cola und die Lieblingssendung im Fernsehen angucken. Ich hoffe, es kommt irgendwas Schönes heute, vielleicht ein schönes Filmchen. Genau, Frau Höller, es hat wieder ein bisschen länger gedauert, aber ich habe dafür noch ein kleines Intro erstellt und ganz viel durchgetestet. Percy Jackson, nee, schon gesehen. Mal gucken, was da später so Spannendes läuft. Hallo, liebe alle, sozusagen. Liebe alle Neue und liebe alle Alte, herzlich willkommen bei dem nächsten spannenden, hoffentlich spannenden Letter-Attack Periscope von Frau Hölle. Gestern waren ja einige von euch bereits mit dabei, gestern Abend, da ging es um das Thema Highlights und Shadows, also Schattensetzung und Highlighting. Deswegen auch hier gleich mal ausprobiert, mal wieder in einem neuen Style für heute Abend. Für den Titel des heutigen Abends hat hier keiner Netflix. Mal sehen. Also, ich will es halt auch gar nicht zu lang machen. Mal gucken, vielleicht der eine oder andere von euch schaut sich das Ganze, was ich hier heute präsentiere, gemütlich neben der Glotze als Second Screen an. Das ist völlig in Ordnung. Man braucht auch nicht unbedingt Ton dazu. Es reicht einfach, wenn man die ganzen schönen Sachen anschaut, die ich heute präsentiere. Denn es geht ja heute, da steht es schon groß schwarz auf weiß, um einen Shopping Haul. Ich hatte schon lange keinen mehr und ich habe ja damals angefangen in einem meiner ersten Periscopes mit einem Shopping Haul von Bösner und dachte mir, was die ganzen Beauties und Fashionistas können. Das kann ich als Station-Nerdy ganz genauso. Deswegen sei an dieser Stelle gesagt, für alle, die neu mit dabei sind, passt auf, haltet euch fest, haltet eure Geldbeutel fest. Das, was jetzt passiert, kann für den Geldbeutel sehr böse ausgehen. Die länger mit dabei sind, die wissen, wovon ich spreche. Also haltet euren Geldbeutel fest sozusagen. Das kann sonst heute unter Umständen böse Folgen haben. Ja, dann für alle, die neu dabei sind, ihr könnt, wie gesagt, immer ganz doll viel Herzen, wenn ihr auf dem Bildschirm drauf tappt. Und ganz wichtig für mich immer, wenn ihr eine Frage an mich habt und nicht einfach nur in die Runde fragen oder kommentieren wollt, dann bitte an @frauhölle, einfach zusammengeschrieben davor, dann bekomme ich das auch auf jeden Fall mit und verpasse nichts. Ja, dann sind wir auch schon 100 Leute, Wahnsinn. Ich sag's ja, Samstagabend ist alles spannender als Fernsehen auf der Couch. Gut, ich habe ja gesagt, das meiste, was ich heute präsentiere, habe ich bei Bösner gekauft. Da war ich nämlich vorgestern wieder. Das ist für mich eine halbe Weltreise. Das ist nämlich am anderen Ende von München. Hello to Indonesia. Welcome. This is a German Periscope, but still you can watch and I hope you have got fun. Ich habe bei Bösner und Bösner ist ja für meine einer schon sehr lange ein Begriff. Das ist ein deutscher Künstlerbedarfsladen, den es mittlerweile in sehr vielen Städten in Deutschland gibt. Einkaufsliste bereitstellen wird gemacht. Wird danach alles auf YouTube mit Links gestellt, dann könnt ihr da noch hinterher gucken. Und genau, Bösner ist für mich, wie gesagt, schon jahrelang ein Begriff. Ich habe früher schon im Studium meine ganzen Sachen eingekauft, die ich so gebraucht habe für meine ganzen Gestaltungsgrundlagenfächer und so weiter und so fort. Die meisten von euch werden Bösner erst seit ein paar Wochen kennen, seitdem diese Sache mit den Tombows und diesem Brush Lettering irgendwie immer mehr an Präsenz gewonnen hat in den Medien. Ich weiß ja auch nicht. Für diejenigen, für die Bösner ganz in der Nähe ist, mein Beileid. Mir würde es nicht gut tun, wenn es so wäre. Genau, so viel vorab. Dann hatte ich euch ja auch versprochen und damit will ich mal beginnen bei diesem Shopping Haul. Also jetzt geht's los, ihr Lieben. Haltet euch fest, passt auf eure Geldbeutel auf. Jetzt geht der ultimative Shopping Haul von Frau Hölle los. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch auch noch die ein oder anderen zusätzlichen Tipps geben möchte zu dem Thema Papier fürs Brush Lettering. Und damit möchte ich auch starten. Hallo, liebe Frau Innenleben. Schön, dass du mit dabei bist. Denn ich habe die letzten Tage nochmal Papiersorten durchgetestet, habe mich auch anhand eurer Kommentare, die ihr in unserer Letter Attack Facebook-Gruppe geschrieben habt, ein bisschen orientiert und dann noch Papiere bei Bösner auch nachgekauft und selbst getestet. Und habe welche für euch mitgebracht, zusätzlich zu denen, die ich schon mal vorgestellt hatte, die sowohl empfehlenswert sind, aber auch nicht. Also zuerst mal die, die auf jeden Fall gut sind und die ihr auch kaufen könnt. Nummer 1. Ihr erinnert euch daran, dass ich in der letzten Periscope-Session zum Thema Brushpen-Pflege vor allem das sogenannte Clairefontaine DCP-Kopierpapier vorgestellt habe.
Da bin ich auch immer noch felsenfest davon überzeugt, dass es das Allerbeste ist auf dem Markt. Aber wenn ihr aus irgendeinem Grund kein Clairefontaine DCP-Kopierpapier finden solltet, könnt ihr auch mit diesem Color Copy Style Kopierpapier wunderbar brushlettern. Wie man in die Facebook-Gruppe kommt, ganz easy peasy und bitte Frau Hölle mit OE, dann wird es auch dick markiert. Einfach Letter Attack auf Facebook suchen, mir eine Mitgliedsanfrage stellen und dann ein paar Minuten warten, dann seid ihr auch schon drin. Das mag keine Feuchtigkeit, da gebe ich dir recht. Die Marke ist Mondi, da oben zu sehen. Also unter Mondi und dem Stichwort Color Copy findet ihr auch auf Amazon viele Arten davon. Mag kein Wasser, das stimmt, aber ich glaube, dass Clairefontaine mag genauso wenig Wasser. Es ist halt nun mal einfach wirklich ein Druckerpapier, also zum Aquarellieren absolut gar nicht geeignet, aber zum Brushlettern wunderbar. Gute Frage, wo der Unterschied zum Color Copy ohne Style ist. Ich habe keine Ahnung, da steht hier einfach drauf. Ich weiß auch nicht, ob das die Bezeichnung ist. Also ich kenne Mondi Color Copy einfach nur so, ohne den ganzen, was da drunten steht, in den verschiedenen Grammaturen. Ich habe mir jetzt gestern in Bösner noch diese dicke Grammatur 200 Gramm mitgenommen, damit ich auch mal ein bisschen was in der Hand habe. Und es ist ein sehr schwerer Karton. Hebe ich mir einen Bruch. Das ist ein bisschen, könnt ihr sehen, so ein richtig schön halbdickes Papier. Es ist noch nicht dick genug für Postkarten, die man rausschneiden kann, aber es ist trotzdem ein bisschen dicker und vor allem blickdicht zu diesen 80 oder 100 Gramm Papieren. Und wie gesagt, könnt ihr das hören? Ja, der Frau Hölle Streicheltest absolut bestanden. Genauso glatt wie ein Rhodia Dotpad oder wie ein Clairefontaine DCP-Papier. Also, das war Nummer 1, das Color Copy Druckpapier und Kopierpapier für eure Brush Pens, wo sie nicht mit kaputt gehen. Nummer 2, ein anderes tolles Papier, was ich gefunden habe, zufälligerweise gestern im Bösner, denn ich dachte, es wäre nur in Amerika erhältlich. Nein! Ein sogenanntes, da unten steht's, Tracing Paper, nee, wo steht's? Hier oben steht's. Da steht's. Tracing Paper Pad, also auf Deutsch ein Entwurfblock. Und das hat man wohl, da findet man wohl immer noch für technische Zeichnungen. Aber auch wunderbar für unser Brush Lettering möglich. Das ist einfach nur quasi ein Block voller Transparentpapier. Aber ihr seht's hier, glatt, smooth und hochtransparent. Und glatt ist das wichtige Wort, was wir brauchen, damit wir unseren Brush Pens was Gutes tun. Und da gucken wir mal rein. In der ersten Seite hat man ja auch so ein schönes Millimeterraster. Wunderbar, genau, liebe Wortspiel. Marke ist Hahnemühle Feinart. Das darf ich nicht vergessen, Hahnemühle Feinart. Und ich habe, wie gesagt, alle Papiere auch mal Probe gelettert, damit ihr sehen könnt, das taugt auf jeden Fall 100%. Habe ich hier so einen komischen Schatten? Wo kommt der denn her? Also ihr seht hier wirklich, das sind auch ganz, ganz scharfe Linien, die man hier mit diesem Brushpen schreiben kann. Und das Schöne ist, dadurch, dass es ein transparentes Papier ist, also wirklich hier ein Transparentpapier, ihr seht, ja, kann man zum Beispiel wunderbar die leeren Linienraster von dem Brush Lettering Guide darunter legen und hat somit Seite für Seite, und ich glaube, es sind insgesamt 50 Seiten enthalten auf diesem Tracing Pad von Hahnemühle, hat somit eine wunderbare Übungsgrundlage für die Linien mit diesen Slant Lines. Die Farbe hält absolut, das war auch meine größte Sorge, dass die Farbe vielleicht nur so oberflächlich auf diesem Transparentpapier haftet, aber vor ein paar Minuten draufgeschrieben, absolut wischfest. Hier, ich drücke wirklich doll auf. Also das hält wirklich wie Sau. Trocknet auch gar nicht so langsam. Also ich hatte genau dieselben Befürchtungen wie ihr. Farbe trocknet sicherlich langsam, das ist nur auf der Oberfläche, verwischt sicherlich leicht. Aber ich muss sagen, nichts davon entspricht der Wahrheit. Es ist von der Seite, man sieht es vielleicht ein bisschen, wirklich schön matt angetrocknet, auch relativ schnell. Also ich würde es nicht empfehlen, wenn es nicht meinen Vorhalt das bestanden hat. Und ich muss sagen, gerade hier mit der Kombi für die Anfänger vielleicht unter euch, mit dem Drunterlegen von diesem Linienraster, völlig super cool. Und ich meine, was kostet das irgendwie? 50 Seiten für 4,20 netto, völlig in Ordnung. Da zahlt man für ein Rhodia-Dotpad fast mehr. Zwischen Rhodia und dem Clairefontaine ist nach dem Streicheltest ein ziemlich ohnehin. Ja, es gibt auch nur einige von Clairefontaine, die richtig gut sind, vor allem eben das Kopierpapier, das DCP. Dann habe ich noch Papiere für euch mitgebracht, die nicht vom Bösner sind, sondern, sehr gut, sondern von einem anderen Lieblingsladen von mir, nämlich, errät's,
Jetzt bin ich mal gespannt. Errät jemand, woher diese Notizbüchchen sein könnten? Jetzt muss ich wieder ein bisschen warten. Ich weiß ja. Idee. GEMA, IKEA, alles falsch. Da, what Mary loves. 100 Punkte. Nee, IKEA sieht ein bisschen anders aus, aber ich glaube auch, man erkennt es, wenn man es wirklich in der Hand hat. Es sind nämlich wirklich dicke Einbände hier. Das ist tatsächlich von Muji und Muji ist einer meiner absoluten Lieblingsläden. Es gibt auch wunderschöne Stifte von Muji. Und diese beiden Papierbücher, Notizbücher, ich glaube, es hatte auch eine nette Dame in unserer Facebook-Gruppe geschrieben. Und ich bin sofort losgetigert und habe mir die besorgt und natürlich getestet für euch. Funktioniert wunderbar und sind, jetzt kommt nämlich der Gag, punktkariert. Es ist quasi wie ein Rhodia Dotpad mit Spiralbindung, was ja auch immer ganz praktisch ist. Dann hat man alles schön gesammelt, muss nicht immer die Papiere rausreißen. Bei dem Rhodia Dotpad kann schön damit unterwegs spazieren gehen. Muji, einfach mal im Internet gucken. Ich glaube nur in den Großstädten. Das ist das Problem an Muji. Nur in den Großstädten. Und hier seht ihr erstens dieses punktkarierte Papier, was wirklich wie so ein Rhodia Dotpad ist. Und der Test, würde ich mal sagen, so 99% bestanden. Also man ganz genau hinschaut, so ganz, 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 ganz genau bluten die Stifte minimal aus. Aber das ist wirklich minimal. Das kann auch in diesem frischen, saftigen Orange liegen, dass er wirklich super saftig hier rüberkommt auch. Daran kann es wirklich auch liegen. Also ich würde mal sagen, Test bestanden. Auf jeden Fall auch streichelzart, wenn man drüber fährt. Und absolut cool deswegen, weil es eben ein gebundenes Heft ist und einmal hier in DIN A6 vorhanden. Man kann es auch wieder schön zusammen machen hier dann mit so einem Gummi. Und einmal der große Bruder in DIN A5. Kostenpunkt, der in DIN A5 kostet 4,50 € brutto und der kleinere Kollege hier 3,95 €. Also auch absolut legitim. Und Muji hat auch einen Online-Shop. Genau, wenn es keinen Muji bei euch in der Stadt gibt, könnt ihr das natürlich auch online kaufen. Und ich sage es nochmal, absolut zertifiziert von Frau Hölle für unsere Tombow Brush Pens. Da passiert auf jeden Fall gar nichts und ihr könnt auch ordentlich damit aufdrücken. Und das wollen wir, um unseren Brush Calligraphy Effekt zu erzielen. Gut, dann habe ich, wie gesagt, natürlich auch mal noch leider Papiere mitgebracht, die es nicht ins Rennen geschafft haben, aber die ihr deswegen auch bitte nicht nachkaufen dürft. Denn dafür bin ich ja auch immer gut, Geld ausgeben, damit ihr kein Geld ausgeben müsst. Also auch im Umkehrschluss, Frau Puderzuckerdose, ne? Ich mache euch auch nicht arm, indem ich euch zeige, was ihr nicht kaufen müsst. Also, ich glaube, es war auch in der Facebook-Gruppe, da hatte jemand von diesen Steinpapieren von der Bösner Hausmarke geschrieben und war ganz begeistert. Kosten für die Muji-Bücher beide so um die 4 Euro rum. Und die habe ich natürlich auch gleich nachgekauft. Und die Eigenschaften haben mich eigentlich auch überzeugt. Ja, hier steht nämlich auch. Nee, hier steht es nicht, am Internet stand es. Ich habe dann nämlich erstmal geguckt, was Steinpapier überhaupt ist. Das ist ganz interessant, weil Steinpapier wird tatsächlich nicht wie normales Zellulosepapier aus Holz hergestellt, sondern aus Stein, aus Kalkstein. Und hat deswegen auch ganz besondere Eigenschaften. Zum Beispiel ist es tatsächlich, und deswegen war ich auch so begeistert, sehr, sehr glatt beim Drüberstreicheln. Es hat eine sehr, sehr glatte Oberfläche, wo ich dachte, wow, das könnte was werden. Dachte schon, ich hätte einen neuen Tipp für euch. Musste dann aber leider feststellen bei meinem Hallo-Test, und hier muss ich auch mal ganz nah rangehen, das ist schon nicht mehr verkraftbar und auch nicht mehr verzeihbar. Hallo Caro Niki, noch nicht viel verpasst, hier geht es immer noch um Papier zuerst mal. Also ihr seht, hier bluten die Linien schon wirklich, wirklich stark aus. Und das tut mir dann wirklich weh und das ist auch nicht schön und auch nicht zum Üben schön. Zwar passiert eurem Brushpen gar nichts, weil es wirklich ganz glattes Papier ist, also der Brushpen lebt weiter. Aber ihr habt keinen Spaß damit. Also da würde ich lieber auch vom Geld her, also dieser quadratische Block hier, 15 x 15 cm, hat mich immerhin, sage und schreibe, muss ich kurz gucken, ich glaube 5 Euro gekostet. Ja, 4,62 netto. Also 5 Euro für 30 Blatt quadratisch, was ausblutet. Spart euch das Geld. Und auch der kleine Kollege hier, der hat sogar nur 10 Blatt, aber ich fand es ganz gut. Aber absolut nicht glatt genug für unsere Brushpens. Also da wirklich Finger weg davon. Kostet auch nur 1,50 €, aber tut euren Brushpens nicht gut. Also lasst da wirklich die Finger davon. Ist billig, fühlt sich im ersten Moment glatt an, aber ich habe es an zwei, drei Brushpens probiert. Das mögen die nicht wirklich. Gut, jetzt wisst ihr also auch, was ihr nicht nachkaufen müsst. Seid ihr noch da? Weil ich hatte auch gerade ganz schön dolle Verbindungsprobleme. Akku ist leer, okay. Mal kurz gucken.
Ich muss mal kurz Technik und so. Okay, es geht wieder. Gut, dann schauen wir doch mal, wie lang es geht. Bei mir ist meine Verbindung halb unterbrochen. Das ist ein bisschen schade. Ihr seid alle rausgeflogen. Ach du meine Güte. Okay, dann testen wir das mal. Ich muss mal kurz hier auf dem Bildschirm drauf. Gut, dann gucken wir mal, wie lange wir jetzt heute noch durchhalten. Das ist ja traurig. Das ist ja traurig. So. Nun geht es aber endlich los mit dem Shopping-Haul, nachdem ich ja gerade die Papiere vorgestellt hatte. Also. Natürlich. Genau. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich lese es gerade nochmal. Der Block von Aldi war nichts. Den habe ich, wie gesagt, auch getestet, diesen Briefblock für 1 Euro irgendwas. Aber der ist noch viel zu rau für unsere Brushpens. Marlene, wenn du zu spät bist, kein Problem. Wir haben nur über Blöcke und Papier gesprochen. Aldi war Mist, genau. Danke, Natascha, für diese kurze Zusammenfassung. Den Rest kannst du dir noch im Replay anschauen. Also, was durfte sonst noch mit? Und wir fangen jetzt mal an mit meinen Brushpens. Natürlich durften auch wieder ein paar schöne Tombow-Farben mit. Ich habe mal durchgezählt, ich bin mittlerweile bei 33 angekommen. Kann das jemand von euch überbieten? Na? Und habe mir gestern wieder 5 neue gekauft. Und die stelle ich euch jetzt mal vor. Farbe Nummer 1 ist die 905. Chartreuse, genau. Chartreuse ist nämlich auch eine meiner neuen Farben. Und die 905 ist ein sogenanntes Red. Und das ist das Lustige. Huch, da ist die Kamera. Es schaut relativ orange aus und es ist meiner Meinung nach orange, aber es heißt Red. Das ist, finde ich, ganz lustig. Wir lassen heute auch so ein bisschen, das hatte ich ja gesagt, ich zeige die Sachen heute nicht nur in die Kamera, sondern ihr sollt sie auch wirklich gleich geschrieben sehen, damit ihr euch besseren Eindruck davon machen könnt. Das ist also die 905 in Red. Mal gucken, ob ich das hier alles so drapieren kann. Dann habe ich auch noch mitgenommen von Tombow die 835. Und die 835, da muss ich mal auf meinen Spickzettel schauen, ist die sogenannte, jetzt kommt's, Persimmon. Diese Namen sind ja auch immer sehr interessant von Tombow. 835 Persimmon. Ich gucke so ein bisschen nebenbei auf die Kommentare. Ich konnte das bis jetzt eben gerade ganz bequem. Nur leider ist mein Programm abgeraucht, mit dem ich das so bequem verfolgen kann. Persimmon. Wenn jemand mich aufklären kann, woher dieser merkwürdige Name kommt, immer gerne. Ich habe nämlich keine Ahnung. Persimmon mit der 835 ist auch genau immer Einkaufsgeld gelandet. Und da hat es gerade jemand geschrieben. Was ich natürlich auch schon mache, zeige ich nochmal kurz in die Kamera für alle Farben, die sich nach und nach bei mir anhäufen. Unter Hashtag Tombows Lettert. Ah, eine Khaki. Interessant. Hashtag Tombows Lettert. Findet ihr auf Instagram nach und nach alle Farben als Übersicht. Genau, 905 ist so ein bisschen Lachsfarben, Korall, aber auf jeden Fall nicht rot. Aber es heißt rot. Dann eine Farbe, die kennt ihr schon. Die hatte ich gestern schon gezeigt unter Tombows Lettert. Die 703. 703 ist ein schönes Rosa. Und heißt bei Tombow, ich glaube, genau, Pink Rose. Pink Rose. Gerade habe ich gehört, ob das so quietschen muss. Nein, es muss nicht so quietschen. Aber auf diesen ultra gestrichenen Papieren ist das auch ganz normal. Und wenn das Papier glatt ist, so wie zum Beispiel dieses, Claire Fontaine DCP habe ich hier, glaube ich, gerade unter mir liegen. Ist das Gute daran, dass es eurem Tombow auf jeden Fall nicht wehtut. Egal wie schlimm es klingt, die Spitze bleibt, glaubt mir, ganz, ganz intakt bei diesen ultraglatten Papieren. Pink Rose mit der Nummer 703. Dann, was haben wir noch?
Als vorletzte Farbe, zu der letzten Farbe muss ich gleich noch was sagen. Quietschen ist die Musik für mich auch genau. Ist die 133 in meinem Korb gelandet. Und das ist so ein wirklich schönes, ich habe es vorhin schon auf Instagram gepostet, das ist so ein Saftgrün wie von den saftigen Wiesen. Genau. Sehr schön. Das ist die 133. Mal gucken, ob wir das überhaupt erkennen können, weil das ist wirklich so ein ganz helles Grün. Und der Name von dieser schönen Farbe ist Chartreuse. Und da haben wir das schon wieder. Und ich glaube, vorhin hat jemand geschrieben, das habe ich noch so halb mitbekommen, auf Instagram, dass es wohl auch irgendwas mit Alkohol zu tun hat. Habe ich das richtig mitbekommen? Kann das jemand aus unserer illustren Runde hier bestätigen, dass Chartreuse auch etwas mit Alkohol zu tun hat? Chartreuse. Gab es schon einen Kommentar zu der Frage? Hat jemand eine Ahnung, was Chartreuse bedeutet? Ein Restaurant. Likör, sagt Patrick. Ah, das wird es wahrscheinlich gewesen sein, Tascha. Sehr gut, die Männer. Dafür haben wir die Männer, damit sie uns sagen können, warum unsere Stifte so lustige Namen haben. Prima. Sehr schön. Also, ja, ich finde es auch einen wunderschönen Farbton. Also fast schon Neongrün. Er wirkt aber nur auf dem Video, sehe ich gerade. Neongrün. Er ist eigentlich wirklich ein richtig schönes Gelbgrün. Ganz, ganz toll, finde ich. Das waren die Farben, die ich mitgenommen habe. Und eigentlich hatte ich mir auch noch, und jetzt kommt eine sehr tragische Geschichte und ich hoffe auf viel Beileid und Mitleid von euch. Eigentlich hatte ich mir auch dieses schöne 992 mitgenommen. Das ist ein, laut der Liste ist das Sand, einfach nur Sand. Leider habe ich dann erst daheim leider festgestellt, weil ich war nämlich ungefähr eine Viertelstunde vor Ladenschluss in Bösner. Und das zeige ich euch auf einem Papier, das mir gerade um die Ohren fliegt. Moment. Und wenn man eine Viertelstunde vor Ladenschluss bei Bösner ist, dann hat man keine Lust mehr, alle Stifte auszuprobieren, die man so in den Warenkorb legt. Und das habe ich nicht gemacht und deswegen unbedingt, unbedingt, unbedingt alle Stifte, die ihr bei Bösner aus diesen Displays rauszieht, unbedingt probieren und testen. Denn ich habe diesen Sandstift mitgenommen. Ja, genau. Ja, hier 3,50 € oder was? Seriously? I mean. Ja. Und auch die andere Seite. Ganz genau so. Tod, Töter als tot. Geht schon gar nicht mehr. Ich habe selbst noch nie geschafft, einen Stift so tot zu bekommen. Also ich weiß nicht, was mit dem ist. Ja, natürlich werde ich versuchen, den umzutauschen. Nur, ihr habt es gehört, ich fahre 40 Kilometer zu diesem Bösen. Das ist so traurig. Das wäre eine wirklich schöne Farbe, glaube ich. Also ihr könnt es erahnen. Ich glaube, die Sandfarbe ist echt hübsch. Aber ich werde sie nochmal umtauschen müssen. Also, die 992 Sand könnt ihr euch nur vorstellen. Deswegen der dringende wirklich Hinweis an euch alle: Testet alle Stifte, die ihr bei Bösner aus den Displays rauszieht, einmal kurz durch. Auch bei den Tombows gerade ganz wichtig, ob die Spitze noch intakt ist oder ob sie schon ausgefranst ist. Dann ja, sehr gute Idee, genau. Ich rufe das nächste Mal an und sage: Achtung, Frau Hölle kommt vorbei. Bitte deckt einmal die Displays neu ein, ja? Das werde ich nächstes Mal auf jeden Fall tun. Ja, das war sehr ärgerlich, aber gut, was soll's, ne? Das waren die Tombos. Und dann habe ich auch noch ein paar von diesen Kollegen mitgenommen. Die kennt ihr vielleicht auch schon. Das sind die Faber-Castell Pitt Artist Brush Pens. Die Nummer von dem Sandstift, der bei mir getötet wurde, ist die 992. Also ich würde sie auch empfehlen, weil es wäre, glaube ich, wirklich eine sehr schöne Farbe. Werde ich mir nochmal kaufen. Genau, ich habe Zeugen. Sehr gut. Also von diesen Faber-Castell Pitt Artist Brush Pens habe ich mir auch ein paar mitgenommen. Ich habe eigentlich diesen Brush Pens, sind ja auch Pinselstifte, abgeschworen, aber ich will ja auch wieder ein bisschen meinen Horizont erweitern und nicht nur von Tombow Brush Pens leben. Es gibt ja noch viele andere schöne Marken. Und ich habe jetzt wieder angefangen, mal ein bisschen auch mit Copics zu lettern und eben auch mit diesen Faber-Castells. Und da zeige ich euch die Farben, die ich mitgenommen habe, einfach auch mal. Denn die haben eigentlich auch wirklich ganz schöne Farben. Was steht da? Ich muss alle umtauschen. Ach du meine Güte. Also das ist ja noch schlimmer, was kleiner Hase erlebt hat.
Unbedingt alle Stifte ausprobieren. Was mein Mann sagt, der sagt eigentlich gar nicht mehr viel, weil der kauft sich andere Sachen, wie zum Beispiel Onki Drive, Carrera-Bahnen. Also ich glaube, wir haben das ganz gut aufgeteilt. Jeder darf so seinen Hobbys nachgehen und seinen Leidenschaften frönen. Und ich meine, Stifte sind immer noch besser als Handtaschen und Schuhe, oder? Und auch wesentlich Platz. Ergiebiger und Platz nicht verschwenderischer, sondern sparender, das war das Wort. Also, es gibt wirklich, wirklich schöne Farben in diesem Display von dem Faber-Castell Pitt Artist Brush Pens. Zum Beispiel dieses, und die Farben, die Namen sind auch wirklich schön, Cinnamon 189. Und ich werde nochmal irgendwann, wenn ich alle Brush Pens der Reihe nach vorstelle und review, was dazu sagen. Die sind an sich gar nicht so schlecht, aber sehr viel dünner und sehr viel fester als die Tombow Brush Pens. Hat das hier eine Farbe? Nee, ich glaube, es heißt einfach Cinnamon. Da ist die 189, glaube ich, noch. Ah, ihr seht es schon gar nicht mehr. Sag doch was. Rutsche ich das mal so ein bisschen nach oben. Cinnamon haben wir hier. Und ihr seht es jetzt auch, wenn ich schreibe. Das Geräusch ist zwar dasselbe. Aber ich hatte mal ein so ein Erlebnis mit diesen Faber-Castell Brush Pens. Und mein schwarzer von denen ist wirklich schnell ziemlich kaputt gegangen. Die sehen ziemlich toll aus, ja, aber also ich mache noch einen Langzeittest, weil der erste schwarze Faber-Castell Pitt Artist Brush Pen, den ich hatte, der hat ziemlich schnell das Zeitliche gesegnet. Die sind billiger als die Tombow Brush Pens. Ich habe mir hier auch die ganzen Preise heute irgendwo mal aufgeschrieben. Ich öffne mal meine große Preisliste. Die kosten netto, lass mich kurz gucken, 2,11 Euro. 2,11 Euro netto für so einen Faber-Castell Pitt Artist Brush Pen versus ein Tombow Dual Brush Pen 2,74 netto bei Bösner. Die sind wasserfest. Ah, Künstlertusche Indian Ink, wasserfest, höchste Lichtbeständigkeit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und die Spitze kann man umdrehen? Wie? Was? Tatsächlich? Das recherchiere ich nochmal. Die Spitze kann man umdrehen? Das wäre ja unglaublich. Also das wäre ein Grund, die öfter zu kaufen, wenn man die Spitze umdrehen kann. Das Gute ist, wie gesagt, und deswegen kaufe ich mir auch ein paar davon. Und hier ist die nächste Farbe Earth Green, auch ein sehr schöner Name. 172 mit der Pinzette raus. Also das werde ich mal ausprobieren. Das wäre ja toll. 172 Earth Green. Weshalb ich die eben verwende und mir auch gekauft habe, ist, wenn man dann wirklich mal was Dünneres lettern will. Man kann ja mit den Tombow Brush Pens, und ich lese übrigens gerade nicht eure Kommentare. Falls jemand was fragt, bitte nochmal fragen. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, also wenn man ein bisschen dünnere Karten oder kleinere, was heißt dünnere, kleinere Karten schreiben will, und ihr seht es ja auch hier auf dem Blatt schon ganz gut, man kann ja mit den Tombows nur in einer gewissen Größe arbeiten, kleiner geht es einfach nicht mehr, dann bieten sich eben so kleinere Brushpens unheimlich an. Deswegen hier, man sieht es, man kann wirklich einfach detailreicher damit arbeiten. Das ist ja super cool, dass man die Spitzen tauschen kann. Das würde ich echt mal ausprobieren. Da probiere ich es auch gern wirklich mit einem aus. Ich rutsche das Ganze mal ein bisschen hier rüber jetzt. Das wäre ja wirklich fantastisch. Dann habe ich hier noch die 180 Raw Amber. Also ihr seht, ich habe mich bewusst 1. Oh, schön. Oh, das gefällt mir. Ich habe die auch noch nicht vorher getestet. Vor diesem Periscope heute Abend. Raw Amber. Also ich muss sagen, man kann ein wenig schneller damit arbeiten. Ihr seht's. Ganz schön eigentlich. Das ist ein echt schöner Ton, muss ich sagen. Raw Amber ist so ein bisschen Ocker, Kupfer, Karamell Macchiato-Farben. Gefällt mir sehr gut. Und die letzte Farbe, ich habe hier so Erdtöne mal einfach quer durchgekauft. Dark Indigo 157. Irgendwie dachte ich mir, man muss ja mal mit irgendwelchen Farben anfangen. Ja, quietscht ganz schön, das stimmt. Aber ganz ehrlich, auch nicht mehr als die Tombow Brush Pens, muss ich sagen.
Einzige, was ich mich eben wirklich frage, ist, wie lange die durchhalten. Fast schwarz. Ich halte es auch gleich gerne, wenn ihr wollt, noch ein bisschen in die Kamera. Und das ist eben das, was ich meine. Also man muss ja da schon ein bisschen aufdrücken beim Brush Lettering. Und die Spitze ist hier schon, seht ihr das, so ein bisschen verbogen jetzt hier vorne. Und da mache ich mir Sorgen, ob das wirklich lange durchhält. Deswegen, der Langzeittest folgt noch von diesen Faber-Castell Pitt Artist Brush Pens. Anfängerstifte zum Brush Lettering würde ich, glaube ich, immer noch die von Edding empfehlen. Da gibt es so ein 10er-Set auf Amazon. Die kosten nicht so viel auf jeden Fall wie die Tombow Brush Pens. Deswegen würde ich die auf jeden Fall dazu empfehlen. Legen wir die nochmal alle hier hin. Das war in der Reihenfolge. Dann seht ihr nämlich auch das Gesamtbild, was ich alles gekauft habe. So, sehr gern. Und ich hoffe, das ist auch ein bisschen spannender für euch, als wenn ich Stifte nur in die Kamera halte. Dann seht ihr nämlich gleich so ein bisschen ein Schriftbild davon, weil wenn ich die Stifte immer nur in die Kamera halte, habe ich gemerkt, dass einige Stifte doch sehr, sehr anders ausschauen. Und so könnt ihr euch, glaube ich, schon ein bisschen besser was drunter vorstellen. Und dann, das mache ich hier oben hin. Seht ihr das überhaupt noch? Muss man hier diese Benachrichtigung wegmachen? So, habe ich natürlich auch noch ein paar Copics gekauft. Ah, das seht ihr nicht mehr ganz. Schieben wir es mal runter. Ein paar Copics. Ich hatte ja auch eigentlich den Copics immer abgeschworen. Shades of Grey mit 6 unterschiedlichen Grautönen. Sehr, sehr gut. Den Schreiber zwischendurch immer wieder drehen, da passiert es weniger mit der Spitze. Auch ein guter Punkt. Und ich glaube, ihr müsst Ed Frau Hölle am Anfang schreiben, damit das so dick wird. Werde ich alles mal berücksichtigen. Ich werde die Spitzen wirklich mal umdrehen. Das will ich mal wissen. Und ich werde die Spitze auch mal drehen und dann mal gucken, ob das im Langzeittest auch funktioniert. Die von Edding verlinke ich später auch gerne nochmal, Fräulein Maren. Die findest du aber wirklich ganz einfach, wenn du bei Amazon nach Edding und Pinselstift oder Brushpen suchst. Also wirklich sehr, sehr easy auch selbst zu finden. Copics, wie gesagt, ein Thema, ja, ein spannendes Thema. Ich hatte den Copics eigentlich abgeschworen, weil die stinken und alles durchdrücken. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass dieses ultraglatte Papier, zum Beispiel dieses Claire Fontaine DCP-Papier, dass das die Copics nicht durchlässt. Und seitdem versuche ich mich wieder ein bisschen mit denen anzufreunden. Denn sie besitzen ja schon auch ein paar schöne Eigenschaften. Sie sind eben nicht wasserbasiert, was sie wesentlich permanenter macht als die Tombow Brush Pens. Und sie haben eigentlich auch eine relativ schöne Pinselspitze, die aber etwas Übung erfordert. Also die ist komplett anders als die von den Tombows. Deswegen muss man mit denen ein bisschen arbeiten, um sie ja, in Zaum zu halten oder mit ihr gut zu lettern zu können. Und das ist die R35. Und das Schöne ist ja in den Copic Sketches. Also da kostet ein Stift auch wirklich 5,87 € netto. Hier ist er. Also schon eine ganze Ecke mehr, aber auch nachfüllbar, wurde, glaube ich, gerade geschrieben. Und schlagen zum Teil durch. Genau. Und die eine Seite von der R35 ist hier so eine Keilspitze. Damit ich da unten kurz entfernen, sonst komme ich da nicht mehr hin. R35. Und komischerweise, es gibt eine sehr, sehr große Farbpalette, stimmt. Ich weiß nicht, wie viele. Ich glaube, 96 gibt es ja von Copic. Ich weiß nicht, vielleicht ungefähr 30 von Faber-Castell und keine Ahnung, 2000 von den Copic-Markern. Das stimmt. Und diese Farbe heißt lustigerweise Coral, obwohl sie nicht wirklich Koralle ausschaut. Und ihr seht es vielleicht so ein bisschen, ich muss da auch noch langsamer tun. Da braucht man schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, weil die Spitze super, super biegbar ist, ja, mit den Auf- und Abstrichen, also genau das, worauf es nämlich eigentlich ankommt, muss man hier schon wirklich sehr gut beherrschen und ein bisschen mehr üben. Aber ihr hört es, kein Ton, ganz ruhig, kein Quietschen. Also, wen das stört, der sollte vielleicht in Zukunft mit Copic-Sketchmarkern und Schaumarkern lettern. Dann habe ich mir noch mitgenommen die BG13. BG13. Und die BG13 heißt Mint Green. Ich tue mir wirklich noch so ein bisschen. Ihr seht, ich bin quasi mit den Copic Sketches auch noch Anfänger. Mint Green. Das packen wir jetzt mal noch so drunter. Mint Green. Ja, die Farben sind schön. Die finde ich auch. Auch so zusammen, ne?
Könnte auch ein hübsches Kombi gegeben. Das stimmt, ja. Genau, eigentlich sind sie natürlich nur zum Kolorieren und flächigen Arbeiten, deswegen benutzen alle Layout und euch Architekten und Modezeichen diese Copic-Sketches. Ist mir schon klar, aber ich meine, alles, was einen Pinselstift hat und eine Pinselstiftspitze hat, kann eben auch fürs Brush-Lettering verwendet werden, ne? Wenn Frau Hölle um die Ecke kommt. Die B28 ist die letzte Farbe, die ich mir von den Copics mitgenommen habe und die knallt und das ist Royal Blue, Royal Blau. Danke für eure Herzen und für das Lob, das da gerade kam. Royal Blau. Sehr schön. Passt das noch hier irgendwie hin? Na, mal gucken. Das knallt ja. Wow. Wuhu. Und das, was mir halt wirklich überhaupt nicht gefällt an den Copics ist, dass die so stinken. Also wenn ihr das riechen könntet, was ich hier gerade rieche, das ist Royal Blue einfach nicht mehr schön. Puh. Also man darf an denen nicht riechen und nicht zu lange lettern, sonst kriegt man, glaube ich, hat man, glaube ich, irgendwann einen weg. Ja, ich rieche das nicht so gern, liebe Innenleben. Aber gut. Also es ist auf jeden Fall ganz, ganz tolle Farbe, dieses Royal Blau. Und ich glaube auch nicht, dass es so eine krasse Farbe von. Naja, ich müsste erst mal gucken. Ich könnte es gar nicht sagen. Es gibt hier so einen ähnlichen von Tombow, sehe ich gerade. Könnte hinkommen. Mal testen. Testen wir das mal hier. Ja, also ihr seht's. Hier so spontan aus meinem Töpfchen gegriffen, die Tombow 555 ist eine ziemlich ähnliche Farbe. Jetzt machen wir noch einmal den Umdrehtest bei den Copics. Die Copic Sketches sind auf jeden Fall nicht für Anfänger geeignet. Also von der Pinselstiftspitze her kein Tipp für Anfänger, weil viel zu flexibel und viel zu eigenwillig und störrisch für Anfänger. Für Anfänger wirklich auf jeden Fall entweder so einen dünnen Brushpen hier unten von Faber-Castell, den dickeren von Tombow oder den günstigen von Edding. Jetzt gucken wir noch einmal kurz. Also mein Schreibtisch ist noch farblos, aber das Royal Blau hat schon so ein bisschen durchgedrückt. Ihr seht, das Grün nicht, das Rot auch natürlich. Je döller die Farben, desto döller der Saft, der da rauskommt. Aber trotzdem, obwohl es hier so ausschaut, als hätten sie durchgedrückt, ihr seht, komplett clean geblieben, mein Schreibtisch. Also, deswegen sagte ich ja, ich bin wirklich sehr glücklich in der Kombi von Copic-Markern und Clairefontaine DCP-Kopierpapier, beziehungsweise auch dieses Color-Copy-Kopierpapier ist wirklich, wirklich super. Das hält die Farben richtig gut auf. Gut, so viel zu den ganzen Stiften. Dann machen wir noch kurz weiter mit den anderen Dingen, die ich mit eingekauft habe. Denn da sind auch noch ein paar mit dabei. So. Also, Stifte mal weg. Was habe ich noch mitgenommen? Einen weiteren Stift, den ich euch allerdings nicht auf weiß zeigen kann, sondern das habe ich schon mal vorgelettert, ist dieser Stift hier. Den habe ich mitgenommen, den Uni Posca Stift, denn es ist ein, und ich habe ihn durch Zufall in die Hände bekommen, ein von mir lange gesuchter weißer Brushpen. Und einige von euch hatten ja auch schon länger danach gesucht, ich auch nach einem weißen Pinselstift. Das ist also einer. Deswegen habe ich ihn gleich mitgenommen und getestet. Es ist eine flexible Pinselspitze. Ich zoome mal ein bisschen ran eben, damit ihr wupp-bidu-bidu das zumindest von der Spitze her sehen könnt. Hier ist sie. Also ihr seht, das ist nicht wie so eine Tombow-Spitze. Bösner. Alles wieder Bösner. Posca ist die Marke. Posca. Ein weißer Pinselstift. Es ist keine Spitze wie von Tombow. Das muss euch bewusst sein. Und ihr seht es hier jetzt gerade ganz gut bei dem Fokus. Es ist eine Pinselstiftspitze mit feinen Härchen. Also man schreibt damit anders als mit dem Tombow. Das muss man wissen. Und ist auch nicht komplett deckend. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe den schon mal ausprobiert für euch. Ich nehme den Zoom eben wieder raus. Zack. Tada. Also mal eben für euch, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert mit dem Periscope, Start für euch vorgelettert, damit ich hier nicht alles live lettern muss, das so lange dauert. Er ist so, naja, deckend. Ich muss dazu sagen, das sind jetzt zwei Lagen. Hat er eine Nummer? Nee, der hat keine Nummer hier. PCF 350. Einfach nur Uni Posca Weiß. Pinselspitze.
Relativ okay auf so einem Kraftpapier, aber wie gesagt, hat zwei Anstriche benötigt. Also bei dem ersten war es nicht komplett deckend, bei dem zweiten schon relativ gut. Ihr seht's. Ich bin zufrieden damit. Aber ja, also ich hatte mir das ein bisschen anders vorgestellt. Mit zwei Lagen geht's. Aber es ist zumindest, wenn man hier mal schnell so eine Karte lettern will, das beste Mittel der Wahl. Einzelne Schicht kann ich gerne auch mal zeigen. Das ist auch mit einem hinten drauf. Egal. Dann kann man hier hinten so schön drücken bei dem Stift. So, klick. Dann schießt vorne ein bisschen das Ganze raus. Und dann kann man hiermit schon relativ schön und relativ deckend. Mein Lieblingswort, ihr erinnert euch von gestern, aber es ist immer schön kurz. Lettern, weiß auf Kraftpapier. Und hier einmal in Nahaufnahme die Deckkraft. Ja, also geht schon auch. Ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Kreideeffekt, relativ natürlich. Ganz schön. Ja. Das, wie gesagt, die Spitze. Hier nochmal beides im Nahfokus. Kostenpunkt, da muss ich kurz gucken, war von dem 5,25 € netto. Also geht auch noch, ist akzeptabel und genau, könnte ein gewollter Effekt sein, ist auch ganz nett. So wie so ein Kreideeffekt. Also ich finde es auf jeden Fall ganz cool und für diejenigen, die einen weißen Pinselstift gesucht haben, vielleicht auch genau das Richtige. Dieser weiße Posca-Marker. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei den außergewöhnlichen Dingen. Nee, der kommt jetzt auch mal weg. Der rollt der eh nur weg, die ich noch gekauft habe und mitgebracht habe. Zum einen habe ich was sehr Exotisches gekauft. Nämlich zwei von diesen Glitzertöpfchen. Wo ist Natalie Konfettinati, wenn man sie braucht? Glitzy, Blitzy, Bling, Bling ist ja wieder angesagt. Das sind zwei Embossing Powder und ich habe die nur mitgenommen, weil es die einzigen Glitzerpulver waren, die ich gefunden habe. Aber ihr werdet es gleich sehen, ich wollte die nicht zum Embossing verwenden, sondern einfach nur zum Glitzy-Lettern. Denn ich habe mir da so was ein bisschen gedacht und vielleicht gibt es dazu auch noch Tutorials. Ist noch nicht ganz ausgereift, die Idee, aber nur damit ihr mal seht, was ich damit eigentlich vorhatte. So habe ich mir das Ganze vorgestellt, ja? Ich hatte die Idee, dass man mit so einem flüssigen Klebestift und diesen Glitzerpulver ja doch irgendwie auch das Lettern in Kombination bringen können muss. Und das ist übrigens mein Wort der heutigen Letter Attack Challenge. Ja, ich war auch schon fleißig. Mut ist an Tag 9 der Letter Attack Challenge das Wort. Tag 9, ja, Tag 9, genau. Und ihr seht, ich habe das hier mal ausprobiert. Ich habe das hier mit so einem dünnen Klebestift gemacht. Klappt ganz gut, ist aber noch nicht genauso geworden, wie ich das wollte. Deswegen feile ich da noch ein bisschen dran rum. Und dann stelle ich es euch vielleicht mal als Tutorial vor. Aber so war zumindest meine Idee. Deswegen habe ich das Glitzy-Pulver gekauft. Und es ist an sich schon echt ganz cool, vor allem, weil es halt richtig, richtig glitzert. Nicht nur so metallic wie die metallischen Pinselstifte. Und ja, es hält auch relativ, naja, gut. Deswegen, wie gesagt, muss ich noch ein bisschen an meiner Feinarbeit feilen. Aber dafür diese Glitzerpuder. Mit denen werde ich noch ein bisschen rumhantieren und euch dann bald was vorstellen, wenn ihr Lust darauf habt. Dann, was habe ich noch gekauft? Dann habe ich noch mitgenommen, das muss ich hier mal zeigen, so ist kompakt zusammengemacht. Das hier, ganz, ganz kleines Töpfchen, auch gar nicht so billig. Das ist Aquarellfarbe von Schminke Horadam, heißt die Marke. Das sind so einzelne Töpfchen zu finden in Bösner für, ich glaube, 5 Euro, nee, 4,14 €. Nein, falsch, 5,33 €. 5,33 € netto allerdings, also da kommt noch ein bisschen was dazu. Wie lustig. Vielleicht probiere ich das mit dem Embossing doch nochmal. Genau, das ist wie gesagt Aquarellfarbe in, und jetzt kommt der Gag daran, Silber. Ja, da ist sie, genau. Du hast mir das geschrieben und natürlich habe ich es gleich nachgekauft. Die nette Dame hier, Create Smile Stamps, ich habe den Vornamen schon wieder vergessen, es tut mir so leid. Ich bin so schlecht im Namen merken. Hatte mir auf Facebook geschrieben, genau, du warst es. Wie heißt du denn, du? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Christine! Genau, vielen Dank an diese Christine hier. Denn sie hatte mir geschrieben, sie hat da was ganz Tolles gefunden. Und nachdem ich ja meine ziemlich teure Horus Metallic Perlglanzpalette gezeigt hatte, hatte sie gesagt, es gibt es ja auch günstiger. Und da hat sie recht. Es gibt nämlich eine silberne Farbe, die wirklich silber-silber ist. Und auch eine goldene Farbe, die leider schon ausverkauft haben hier in Bösner.
die mindestens genauso toll sind wie diese Horus Perlglanzpalette. Und ich habe das auch mal getestet für euch. Das seht ihr hier. Ich muss es wieder ein bisschen so gegen das Licht halten, dann seht ihr den Effekt. Also das ist wirklich diese silberne Aquarellfarbe. Und auch Christina hat damit schon ganz tolle Letterings in unserer Letterotech Facebook-Gruppe gezeigt. Funktioniert ziemlich gut mit einem sehr, sehr dünnen Pinsel. Da schreibt sie selbst mal. Du hast es ja gefunden, Christine. Also wirklich ganz, ganz großes Kino. Ein so ein Töpfchen für 5,50 € sowas. Es gibt sie, wie gesagt, leider nur in Silber und in Gold und nicht in diesen anderen schönen Farben wie von Horus, also in Metallic Rosa und Grün und Ombre und Kupfer eben leider auch nicht. Aber für diejenigen, die einfach mal Silber lettern wollen, auf jeden Fall, glaube ich, eine günstigere Variante als 35 € für diese komplette Perlglanzpalette zu zahlen. Und ich glaube auch, dass man mit denen ewig auskommt, genau, denn bei dieser Horus, ihr seht sie so ein bisschen, habe ich schon getestet, bei dieser Horus Perlglanzpalette, die nutzt sich schon ziemlich schnell ab. Und ich glaube, bei der hier ist man ziemlich gut beraten. Das ist ein relativ großes Töpfchen für das Geld. Also ich würde mal sagen, vielen Dank für den Tipp, Christine, und Test bestanden, absolute Kaufempfehlung für alle, die mal Silber Brushlettern wollen. Und passend zu dem silbernen Brushlettern habe ich mir dann auch noch hier eine weiße Gouache gekauft. Gouache ist einfach eine wasserbasierte, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, Künstlerfarbe. Anders als Acrylfarben oder Temperafarben lassen die sich wunderbar vermischen mit Wasser und sind dann angeblich auch relativ deckend. Und mit denen kann man zum Beispiel auch Kalligraphiefedern benetzen oder eben auch mit Pinseln schreiben. Und auch hier habe ich mal was vorgeschrieben. So schaut das dann aus. Wir können das auch gleich nochmal live machen, um das zu zeigen. Relativ deckend also. Auch wieder mit einem dünnen, feinen Pinsel geschrieben. Und das zeige ich euch gleich nochmal live. Also wer weiß auf schwarz lettern möchte, Brushlettern möchte, finde ich auch ganz praktisch und wirklich gut. Und so eine ganze Tube kostet eben nur, lasst mich kurz gucken, nicht viel, nämlich 3,17 €. 3,17 € fleckig ist es deswegen, weil ich das Weiß noch nicht komplett verrötet habe mit Wasser. Deswegen machen wir das gleich nochmal richtig. Das Schwarz habe ich nicht als Block gekauft, sondern als so kleinere Papierstreifen, ungefähr so groß. Da müsst ihr in meinem alten Periscope gucken. Irgendwo hatte ich schon mal meine schwarzen Pappkartonstreifen vorgestellt. Einfach mal gucken. Also, wir machen das gleich nochmal richtig, dass es fleckig Weiß nicht richtig verrührt hatte. Und apropos verrühren und genau, ich habe mir natürlich auch wieder eine ganze Horde an Pinseln gekauft. Und die zeige ich euch hier nochmal ganz kurz. Das sind sie alle, mit denen man also wunderbar brushlettern kann. Ups, da oben gehe ich aus dem Bild raus. So, das mal hier zurechtschieben. Also, ich hatte ja schon immer gesagt, die besten Pinsel zum Brushlettern sind auf jeden Fall Synthetikpinsel und keine Echthaarpinsel, weil die immer wieder die ursprüngliche Form annehmen, nachdem ihr sie bedient habt. Genau, Nova. Und es gibt hier so einen Einsteigerpack von Nova Synthetics, der heißt Nova Synthetics Watercolor und die Marke ist Da Vinci. Genau, das ist die Grundmarke. Genau, macht fleißig Bilder und schleppt sie in euren Tombow. Und das ist ganz cool, weil es sind vier Größen. Ihr seht, den einen habe ich schon benutzt. Mit den beiden kleineren kann man wunderbar so Karten und sowas brushlettern und die größeren sind dann eben für, weiß ich nicht, Poster oder DIN A4 Papiere, wenn ihr sie zum Beispiel rahmen wollt. Maestro von Da Vinci habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Nee, ich bin immer nur bei den Da Vinci Nova Synthetics geblieben. Genau, und die finde ich eigentlich wirklich am besten. Und das sind noch drei andere Größen von diesen Da Vinci Nova Synthetics. Da seht ihr es auch nochmal. So schauen die dann aus. Genau, du gibst uns das Ergebnis mal durch. genau, und ihr seht, das sind wirklich sehr, sehr kleine Größen. Aber mit denen kann man eben wirklich ganz, ganz toll lettern. Mit Aquarellfarben, Wasserfarben, Gouache, mit allem, was sich irgendwie flüssig machen lässt. Oder auch mit wasserbasierten Wasserfarben, also flüssigen Wasserfarben. Und alternativ dazu habe ich in dem Bösner in Nürnberg über Weihnachten hier noch von der Bösner Eigenmarke, es gibt auch eine Bösner bei Da Vinci Marke, diesen Pinsel gefunden, der auch meinen Brush-Lettering-Test bestanden hat. Ihr seht auch wirklich so einen Rundpinsel, der vorne schön spitz zugeht. So was brauchen wir zum Lettern. Bei mir schon ein bisschen gebogen irgendwie, der arme Kerl. Aber er schreibt wunderbar. Winsor & Newton habe ich noch gar nicht gefunden. Aber da kosten die Pinsel wirklich alle so 2 € und das ist völlig okay zum Testen probieren und sich mal ein paar verschiedene Größen einfach für daheim
holen. Dann kann man sich einen wirklich für schwarz machen und die anderen für normale Wasserfarben und dann passiert denen auch nichts. Genau, und passend dazu habe ich mir auch noch ein paar Töpfe, gerade schon angesprochen, von dieser flüssigen Wasserfarbe von Ecoline gekauft, die ich total genial finde. Hier zum Beispiel hier die 259 in einem schönen Ockergelb oder wie heißt hier Sandgelb. Das ist wirklich einfach flüssige Wasserfarbe, genau da seht ihr es. Völlig flüssige Wasserfarbe, wunderbar zum Lettern geeignet. Und hier die 602. Ah, bei Gersticker. Ich muss mal einen Gersticker suchen. Und eben ein Schwarz. Und auch das Schwarz ist eben wirklich eine komplette Wasserfarbe. Ja, das sieht man jetzt hier natürlich schlecht. Oh, was kosten die? Die sind auch relativ teuer. Ich glaube, ein so ein Töpfchen kostet 5 Euro roundabout. Also da habe ich mir deswegen auch nur so ein paar Farben mal zugelegt. Ich hatte schon mal 2 gekauft und jetzt noch diese 3 eben dazu. Weil man kann mit denen ganz toll lettern. Und ich muss mal kurz gucken. Ich hatte ja da auch schon mal was gelettert damit. Mal sehen, ob ich das noch finden kann. Da war es doch, genau. Denn das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit diesen Farben zu lettern. Nur um das vielleicht mal zu zeigen. Das habe ich nur mal auf die Schnelle. Nicht das passende Papier, deswegen nicht wundern. Nur um euch die Farbe mal zu zeigen. Das ist eben dieses Yellow-Gelb, dieses Sandgelb. Und man kann mit einem von diesen dünnen Pinseln in Kombination mit so einer flüssigen Wasserfarbe eben wirklich tolle Lettering-Effekte erzielen. Das geht ganz, ganz toll. Genau. So, und dann würde ich sagen, um euch das nochmal mit der weißen Gouache und einem von diesen dünnen Pinseln zu zeigen, machen wir das einfach mal. Denn das war, glaube ich, auch schon alles, was ich gekauft hatte. Falsch, ich hatte mir hier noch, das ist das letzte, hier 3 so Gouache-Farben gekauft. Und 2 davon sind sogar dezidierte, oder eine davon Calligraphy-Gouache-Farben. Mit denen will ich auch mal mein neues Hobby, nämlich das Kalligrafieren, so ein bisschen weiter üben. Und da diese Gouache-Farben kann man nämlich auch ganz einfach mit Wasser verrühren und dann damit kalligrafieren. Deswegen sind die noch mitgekommen. Aber zum Kalligrafieren habe ich heute keinen Nerv mehr. Wie gesagt, da ärgere ich mich momentan immer noch mehr, dass ich mich freue. Da muss ich noch ein bisschen mehr üben. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir das mit dem Weiß doch einfach nochmal aus. Ich habe hier so ein paar schwarze Schnipsel geschnitten. Nehmen wir doch einfach mal den. Und ich nehme mal einfach meinen Tombow-Pinsel in der Größe 1. Da Vinci Nova Synthetics. Und ich habe mir hier jetzt schon mal von meiner weißen Gouache vorhin so ein bisschen was angerührt. Genau, das hat die Anna gemacht. Und dann kann man nämlich eigentlich relativ einfach diese Gouache, jetzt ist schon wieder ein bisschen eingedickt, einfach mit Wasser wirklich verrühren. Und dann auch, das habe ich schon mal vorhin zusammengebastelt, eine sehr flüssige Farbe rausbringen, mit der man dann wunderbar lettern kann. So, jetzt putze ich meinen Pinsel nochmal kurz ab. Und das ist auch das Letzte, was wir heute machen. Danach verabschiede ich mich auch in meinen Feierabend. Aber ich will euch unbedingt nochmal zeigen, wie wunderbar deckend diese weiße Gouache ist. Also ein dünner Pinsel, ihr seht. Jetzt zoome ich mal ein bisschen ran. Je weniger Wasser, desto mehr deckend. Das macht Sinn. Deswegen ist meine Konsistenz jetzt auch schon so ein bisschen cremig. Hier, ihr seht. Und dann schreiben wir doch einfach mal was und gucken mal, wie das hier funktioniert. Ne? Ihr seht, sehr schön. Ich bringe die Kinder immer zum Schlafen. Immer, immer, immer. Genau, also ihr seht,
Es ist nicht hundertprozentig deckend, man kann aber noch ein zweites Mal drüber gehen. Das würde ich jetzt bei dem Kollegen hier auch einfach tun. Aber ich finde den Effekt einfach wirklich schön, den man mit so einer Gouache und mit so einem dünnen Pinsel erreichen kann. Und mir gefällt das wunderbar und ich finde das auch wirklich ganz beruhigend und entspannend immer. Deswegen stört mich das auch nicht, wenn ich da zweimal drüber gehe. Was schreibt ihr da? Genau. Man kann das bewusst anlassen. Also ich finde das nicht so schlimm, dass es das nicht hundertprozentig deckend ist. Hätte mich auch gewundert, weil es ist, wie gesagt, kein Acrylstift und auch keine Acrylfarbe. Aber wie gesagt, mir gefällt das ganz gut und ich kann mir das auch wirklich wunderbar auf Glückwunschkarten oder ähnlichem vorstellen. Und hier seht ihr das Ganze mal in Nahaufnahme. Und nochmal der Vergleich vielleicht auch zu unserem Posca-Pinselstift hier. Sup. Ist natürlich ein anderer Effekt, weil wir hier wirklich mit Farbe arbeiten, mit Gouache arbeiten. Man kann die noch ein bisschen mehr verdünnen, dann ist sie noch flüssiger, dann klappt es vielleicht auch besser, man sieht die einzelnen Striche nicht so gut. Aber ich finde, es ist ein sehr schöner Effekt, den man damit auch erreichen kann. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon heute Abend mit den ganzen Sachen, die hier so rumfliegen. Ich nehme mal den Zoom wieder raus. Sketchnote-Handbuch-Brille werde ich morgen auslosen und bekannt geben. Ich weiß, ihr seid schon ganz, ganz scharf darauf. Aber ich muss hier alles ein bisschen koordinieren. Deswegen, sorry, morgen wird er bekannt gegeben. Und dann gibt es auch jemanden, der fleißig übers Wochenende, nächstes Wochenende Sketchnotes lernen kann. Also, heute, das war's, wie gesagt, mit dem Shopping-Haul von Frau Hölle. Ich hoffe, ihr habt alle fleißig mitgeschrieben, was ihr unbedingt braucht und kaufen wollt. Oder wie gesagt, auch Dinge, die ihr nicht kaufen sollt, wie zum Beispiel diese Steinpapiere und von Lidl dieses Briefpapier, das wirklich nichts bringt, außer kaputte Pinselstifte. Schaut auf Facebook unter der Gruppe Letterattack nach. Da findet ihr noch viele tolle Tipps und Tricks und auch No-Gos und so weiter und so fort und könnt Fragen stellen, falls ihr selbst noch Fragen habt nach dem heutigen Abend. Viel, viel Spaß, genießt euren Samstag, habt einen wunderschönen Sonntagmorgen, flattert fleißig weiter, mein Gott. Und vor allem morgen ist ein sehr schönes langes Wort zum Üben bei der Letter Attack Challenge, ne? Wer es noch nicht weiß, hier findet ihr die Letter Attack Challenge und morgen haben wir ein schönes langes Wort. Ich freue mich auf eure Pünktlichkeit, Worte und wünsche euch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss, Feedback wie immer gerne.